Moin erstmal. Hier ist er wieder, euer Pensionator, zurück auf der Galgenberg. Der Map der letzten anderthalb, zwei Wochen. Wir warten alle gespannt aufs Update. Noch ist es nicht da. Es ist im Moment heute gerade der 13.04. Ihr werdet es wahrscheinlich irgendwann in einer Woche sehen, das Video. Ich bin gespannt, wann das Update kommt. Hier seht ihr mich im Moment hier in meinem Johnny im 6930 sitzen. Ich habe die Drille noch mal ausgetauscht, die ich beim letzten Mal gezeigt hatte. Die war nur gemietet. Ich habe jetzt hier eine 4 Meter Kuhn, eine Kombi mit allem Pipapo. Und die ist leer. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier was reinkriegen. Anhänger steht schon. Jetzt nehmen wir den AgroStar und düsen einmal zum Händler und holen uns ein bisschen Saatgut. Und das kommt ins Silo. Dann können wir den Johnny direkt hier befüllen. So zumindest ist erstmal der Plan. Ich habe in der Zwischenzeit die Kühe mit Mischration versorgt. Das kann ich kurz einmal zeigen. Da bin ich tatsächlich mit dem Anhänger hin und her gefahren und habe Mischration gekauft und habe hier alles, was geht, reingemacht, sodass wir hier jetzt im Moment bei der Gesamtkapazität die volle Futterration haben, dass wir da ein paar Tage auskommen. Leider nur 45 plus 18%. Das heißt, wir sind auf 55, was ist das, 63%, ne? 63% Effektivität im Moment. Da müssen wir noch besser werden. Wird aber, ne? Wir fangen ja gerade erst an. So. Und bei den Kälbchen habe ich natürlich das Gleiche gemacht. Bin auch auf die komplette Menge hochgegangen. Gras hatte ich leider schon ein bisschen zu viel drin, deswegen konnte ich nicht so viel Mischration reinbringen. Aber wir kommen auch da auf 63%. Die Hühner und Küken, die sind hier auch entsprechend versorgt. Die können da hier lustig wachsen und gedeihen und hoffentlich viele, viele Eier produzieren. Und wir wollen, wie gesagt, jetzt erstmal Saatgut holen. Das holen wir uns beim Händler. Müssen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe mir immer das direkt liefern lassen. Ich muss einmal kurz auf die Map gucken. Der Händler ist ja hier, ne? Ich bin Dor, dann muss ich hier gegen das irgendwo hier hochkommen und hier rum und dort. Das sollen wir hinkriegen. Vielleicht dann nochmal auf die Karte gucken, dass wir uns da nicht verfransen. Aber der Penzo und der Agrostar schauen das. Ich bin mir sicher. So, dann nehmen wir einmal hier die Hochausfahrt. Berg hoch. Blinker links. Oh, aber ich komme nichts. Die Leute, die rennen da gut vorbei. Aber die laufen auf dem Bürgersteig. Hauptsache der gelbe Lieferwagen kommt nicht wieder. So, ich glaube, einen müssen wir noch weiter, ne? Mal kurz gucken, wo sind wir? Wir sind da oben. Wir müssen da oben hin, wo das andere Gerät steht. Steht da wohl irgendwie quer auf der Straße. Hier um die Fahrzeuge einmal rum. So. Hier abbiegen. Geiler Sound, ne? Richtig, richtig geiler Sound. Und wenn ich das richtig sehe, fahren wir direkt auf den Händler zu. Das ist also nur einmal ums Karree. Das ist gar nicht so wild. Und wir haben uns auch gleich die Position gemerkt. So, hier laufen Leute auf der Straße. Müssen wir mal rechts liegen lassen und dann fahren wir hier auf den Hof des Händlers und bleiben erstmal hier in der Einfahrt stehen, weil ich nicht weiß, wo die Klamotten spawnen.
Wir wollen Saatgut und das holen wir uns am besten jetzt erstmal auf Paletten. Ich habe da nämlich einen Gabelstapler gesehen, mit dem könnten wir das Zeug ja beladen. 8000 Liter kann ich mitnehmen. 8000 Liter nehmen wir an Bord. In die Drille passen, soweit ich weiß, 2000. Und dann gucken wir mal, dass wir gleich ein bisschen absehen. So, den machen wir erstmal aus und dann müsste es eigentlich möglich sein, hier in den kleinen Gabelstapler einzusteigen. So, jetzt wird spannend. Hönnenen. Dass wir das da in den Landegebuchs hier kriegen. So weit, so gut. Nee, das sollte nicht sein. Moment mal. So. So wollen wir bleiben. Vorwärtsgang. Habe ich mir gedacht. Dann bleiben wir erstmal vorne. Fiep, fiep, fiep. So. Ja, das ist halt eben genau das, was wir machen wollen. Ne? Wir wollen hier ein bisschen auch mal Aufgaben ausführen, die jetzt nicht unbedingt so der Burner sind. Aber es geht ja schnell. Ne? Dafür haben wir hier einen Gabelstapler. Das ist schon mal ganz gut. Und dann können wir auch, upsie, sollte ein Knopf zur Zeit drücken. Dann können wir auch gleich den Johnny auf die Reise schicken. Den werde ich dann Rapsdrillen schicken mit Curseplay. Das können wir uns auch gemeinsam angucken, wie das eingestellt wird. Obwohl eigentlich wisst ihr das ja. Viele Fahrzeuge und immer genug zu tun. Das ist genau das, was wir wollen. Bin mal gespannt, ob der Johnny dann auch die Drille anständig nehmen kann, dass er halt eben nicht auch quer übers Feld schubbelt, das was er bei den Amazonen gemacht hat. Sonst müssen wir den Johnny tatsächlich noch austauschen und uns dafür was anderes überlegen. Fahren. Das ist eigentlich ganz geil, mit so einem Manitou hier aufzuladen. Finde ich schon ganz gut. Muss nur gucken, dass man halt dann auch im richtigen Moment die richtigen Hebel drückt und Knöpfe zieht. Ist halt auch ein bisschen mehr mit Lenkrad und Fußpedalen und allem drum und dran. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwann noch einen Joystick kriege. Dann kann ich das Ganze vielleicht noch ein bisschen einfacher lösen. Das ist im Moment noch offen. Steht an sozusagen als nächstes. Aber man muss ja auch gucken, dass man was Ordentliches kriegt. Und da einen ordentlichen Joystick findet.
Noch habe ich keinen, der mir dazu passt kommt. Wenn ihr da was wisst, ne? Wenn ihr sagt, Mensch, der Joystick, der passt für den LS22 ideal, dann sagt mir gerne Bescheid. Und ich muss einmal kurz gucken. Lenkrad. Hier. So, jetzt besser. Ja, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt zu einem Joystick, der bei euch im Einsatz ist und der gut funktioniert, dann schreibt das gerne mal drunter. Vielleicht kann ich ja da auch was ausziehen und mir da eben ein entsprechendes Gerät kaufen. Eins, das Sinn macht, ne? Also muss schon Sinn machen und es muss irgendwie rechts von mir stehen. Ich bin zwar Linkshänder, aber ich denke, dadurch, dass ich halt mein Leben lang irgendwie auch im Auto schon rechts schalte, ne? Wie wir alle, wobei ich inzwischen nur noch Automatik fahre, aber das ist schon wichtig, dass man den Joystick rechts hat. Über die Seitenkonsole von Seitec habe ich auch nachgedacht, aber ich glaube, die nimmt mir hier zu viel Platz weg. Lieber ein Joystick, der ein paar Funktionen hat, der, weiß nicht, der muss ja auch irgendwie 10 Knöpfchen haben, 10, 12 Knöpfchen, mit denen man da dann nochmal zusätzlich arbeiten kann. Das wäre schon sinnig. Oha, jetzt fahre ich in die Rabatten. Ich dachte, ich hätte den Parkplatz erwischt, aber dann machen wir hier einen U-Turn. Und dann passt der Bock. So. Einmal. Haben wir schon den Anhänger geladen. Sehr geil. Rein in die Maschine. Und dann geht das ab nach Hause zum Silo. Und dann hauen wir da mal ein bisschen was in die Kuhn-Kombi, damit der Johnny arbeiten kann. So, wir machen das jetzt mal so hier. CapView aus dem AgroStar. Der hat ja eine schöne Freisichthaube. Das ist der 638. Geiles Gerät. Ich finde den super. Sound ist geil. Ich habe hier auch dieses Rad-Sound-Add-on mit drin, falls sich da jemand wundert, dass der Sound so anders ist. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall kann man da den Sound der Räder nochmal beeinflussen. So eine Prozentangabe, mit der das möglich ist. So, hier machen wir das Ride. Der ballert hier ja auch echt gut über die Piste, ne? 10 km/h zu schnell, auch nicht blitzt keiner. Ja, richtig, richtig cool das Ding. Was mir aufgefallen ist, überall hier auf der Map steht Sub. Immer wenn ich hier fahre, gerade eben auch wieder, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, die 10 Sekunden. Da steht immer überall Sub. So, jetzt bin ich dummerweise zu weit gefahren. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Sub. Was heißt das? Warum steht das auf der Straße? Wenn ihr mir das sagen könnt, ne, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ich bin da irgendwie noch unschlüssig. Ich habe das nicht begriffen. Habe ich ja noch nirgends gesehen, dass das Sub auf der Straße steht. Soll man da paddeln oder was ist da die Intention dahinter? Begreife ich nicht. Begreife ich einfach nicht. Ich habe mich da schon lange gefragt. Ihr seid durch die Map spiele. Das ist mir unverständlich. So. Der AgroStar hat es gepackt. Und morgen wird das hier ganz viel gelinch. So. Machen wir wieder die Sicht von außen. Wir gehen einmal hier rum. Und hier wollen wir ja abladen.
und dich dran. Noch ist der Trigger nämlich sehr weit innerhalb des Schuppens. Habe ich auch beim Yogi gestern gesehen im Stream. Er will ihn noch weiter rausziehen. Ne? Cool wäre auch, wenn er die Plane ein bisschen weiter rauszieht. Aber man kann nicht alles haben. Ist schon sehr geil, so wie es ist. So, dann lassen wir den hier einmal stehen. Komm hier nicht raus. Häng ich fest? Nö. Ich hänge im Baum fest. Blöden Rosenbäume, ne? Also die halten einen echt immer fest. Hängst mit dem T-Shirt drin, reißt dir die Klamotten kaputt. Ärgerlich. So, Johnny, dann rein damit. Hönnen. Oh, 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 oh. Was war das? Wohin wir da fest? Nächstes Mal doch lieber den Frontlader nehmen. So. Auf welche Wiese wollen wir denn gehen? Auf welche Koppel? Nicht Wiese. Muss man nochmal einmal auf die Map gucken. Wo hauen wir den Raps denn drauf? Sollen wir den hier drauf hauen? Was haben wir hier? 1,2. So bummelig 2,2 Hektar. Ne? 2,2 Hektar Raps ist schon ganz geil. Und dann auf die 37 wahrscheinlich auch. Ich kann noch mal gucken, was auf der 37, also hier auf der 56, ne? Ist abgeerntet, ja. Und wenn das abgeerntet mal raus. Gepflügt ist es. Ist noch kein Saatbett. Aber wenn ich jetzt mit der Kombi drüber fahre, müsste das doch eigentlich sein. Müsste das wahrscheinlich noch einmal Weizen. Aber wenn ich jetzt mit der Kreislecke drüber fahre, müsste doch reichen. Sind ja zwei Geräte. Oder man holt sich einen Frontpacker noch dazu. Wird dann nur schwierig mit Curseplay. Wir schauen mal. Wir machen das erstmal so. Wenn wir da 5% verlieren, ist das jetzt auch nicht das Drama. Hauptsache, wir kommen in Arbeit und bringen den Laden langsam zum Laufen. So. Ihr seht das noch. Ich habe hier die Kanten noch zusätzlich gemäht und gepflügt. Das muss jetzt noch wachsen. Ne? Das muss noch wachsen. Da kommen wir nicht umhin. Das sollte aber spätestens im nächsten Monat, also am nächsten Tag, erledigt sein. So, wir wollen natürlich Curseplay Feldarbeit. Wir haben hier die Feldposition. Das ist Ditte. Ne, wir müssen irgendwie einen neuen Kurs bauen. Wie machen wir das dann noch? Wer hat denn da eine Idee? Generiere Feldkurs? Ne. Denn wir wollen ja. Neuen Feldrand haben. So. Stichkreuz ist ein Schlauch. Gehe hier einmal raus und nochmal auf Curseplay. Wie hatte ich das denn noch gemacht? Randkurs zeichnen, da haben wir es doch. Randkurs, aber dann muss ich den ja hier selber malen, oder? Anklicken kann ich den nicht. Muss ich den fahren? Will ich eben einmal kurz nachgucken. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich guck mal nach. So. Rausgefunden. Gar nicht schwer. Ist total easy. Wir fahren jetzt erstmal hier an den Feldrand. Zack, bumm. So. Dann bleiben wir stehen.
Wir blenden uns die Maus ein, entweder, ja, bei mir ist es die rechte Maustaste, bei euch wahrscheinlich die mittlere oder so, keine Ahnung. Dann drücken wir hier auf Aufnahme. Ja, und dann geben wir Gas. Das kann man jetzt relativ entspannt machen. Ne? Man kann da ganz gut am Rand entlang fahren. Man muss nachher ein bisschen aufpassen, wenn man an der Straße fährt, dass man da nicht zu arg auf die Straße kommt oder mit irgendwas in Berührung kommt. Ich mache es jetzt mal so, ich fahre jetzt hier einmal kurz ein Stück zurück, damit wir hier rumkommen. So, und dann, ja, zieht er jetzt ein bisschen eine engere Linie, macht er ein bisschen mehr Punkte, aber so kommt er rum und dann zeichnen wir uns hier jetzt einen Kurs auf. Jetzt ein bisschen im Grünland, aber so macht er wenigstens die Kanten nachher ordentlich, hoffe ich. Das testen wir dann mal. Und jetzt fahren wir hier quasi schon auf dem zweiten Feld. So, und dann fahren wir hier einfach einmal komplett um die Koppel rum, versuchen alles so ein bisschen mitzunehmen. Hier geht das ja auch eigentlich ganz gut, weil wir da keinen Verkehr haben. Wir haben hier auch keine Bäume. Sieht soweit eigentlich ganz nett aus. So, hier jetzt auch einmal um die Ecke. Es wird ein bisschen eng, aber er zieht die Linie schon mit. Wir gucken einfach erstmal, wie das wird. So, jetzt sind wir hier hinten natürlich am Gebäude. Das ist ein bisschen schwieriger. Es kann sein, dass wir da eventuell nachher nochmal nachsehen müssen, wenn er die Ecke jetzt nicht mitkriegt. Sonst das kleine Stück ist ja, glaube ich, auch nicht das Risiko. Dann geht es hier rum. Und dann sind wir auch schon gleich angekommen. Zurück. Ja. So, und jetzt machen wir hier mal Stopp. Bupp. Und jetzt sagt er, möchtest du diesen Randkurs speichern? Und das ist jetzt quasi unser neu erstellter Feldrandkurs. Den haben wir gespeichert. Der ist jetzt in der Karte dann auch zu sehen. Ne? Ist hier eingezeichnet. Wenn wir jetzt unseren Job erstellen wollen, dann gehen wir einfach... Ja, er hat das im Moment noch nicht drin. Mal gucken. Auf jeden Fall kann man sich so einen Feldrandkurs erstellen. Einen neuen. Es ist nur die Frage. Wir haben ja hier unsere Zielrichtung nochmal auswählen. Wir haben ja eine neue Feldposition. Ich klicke mal auf den Rand. Nö. Er soll ja das neue Teil übernehmen. Auf Basis des neu gezeichneten Feldrandes. Vielleicht funktioniert es auch so nicht, aber bei den Wiesen, wo ich das gesehen hatte, war das eigentlich okay. Wir gucken jetzt mal, wenn wir den einmal öffnen. Wir sind bei 4 Metern, wir machen mal das so. Nee, er nimmt nur das kleine Ende. Da muss ich also noch mal gucken. Wenn ihr wisst, wie man so zusammengelegte Felder managt, dann sagt gerne Bescheid. Dann gucken wir mal, wie wir das vielleicht beim nächsten Mal hinbekommen, dass er dann halt eben auch hier die Wiese nachher als eine anerkennt. Finde ich so ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, obwohl er ja eigentlich den Feldrand hier ausgewählt hat. Ich kann sonst mal gucken. Wir löschen einmal. Hier. So, kann man hier sonst... Ne, haben wir keinen Kurs. Da hat er auch immer noch den falschen drin. Sobald ich auf Job erstellen gehe, nimmt er dann halt eben das Ding Bahnmitte. Da kann ich nichts machen.
Ja, ist wie es ist. Also wenn ihr da eine Idee habt, dann sagt gern Bescheid. Geredeversatz. Ich möchte ja eigentlich den neuen Feldrandkurs nehmen. Schade, Marmelade. Ja, da stehe ich tatsächlich ein bisschen am Schlauch. Also wenn ihr das wisst. Ich komme mir gerade vor wie so ein Noob, ey. Das war sonst auch immer so, dass man den Feldrandkurs händisch gezeichnet hat. Damals auch mit der Maus, soweit ich weiß. Und dass man dann halt die zusammengelegten Felder abfahren konnte. Ich stehe echt am Schlauch. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde noch ein bisschen forschen. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann lasst gerne das Däumchen da. So wie auch in den letzten Tagen. Euer Support ist grandios. Hat mich echt gefreut, wie ihr an Abonnentenzahl zunehmt und wie ihr die Videos liked. Total klasse. Und wir schauen mal, wie wir den Hof hier auf der Galgenberg weiter aufbauen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.